Für die Herstellung der Schokoladenblätter braucht er nichts anderes als eine Kuvertüre und verschiedene Blätter. Welche Blätter nicht funktionieren, zeige ich euch auch. Das sind Blätter, die behaart sind oder zu dünn sind. Hier vorne seht ihr ein Erdbeerblatt. Das war bei mir zu dünn, das ist gerissen. Und das nebendran, das Blatt, das ist leicht behaart. Das funktioniert auch nicht, weil die Kuvertüre da drin hängen bleibt. Also starten wir einfach damit, dass wir die Kuvertüre schmelzen. Ich habe hier Zartbitterkuvertüre gewählt. Ich finde die vom Geschmack und von der Optik halt einfach am schönsten. Und natürlich auch für den Zweck, wo ich sie brauchen kann. Aber als erstes geben wir heißes Wasser in eine Schüssel, geben eine Schale hinein, in der wir die Schokolade schmelzen lassen. Ich habe sie schön klein gemacht und es darf sie in aller Ruhe schmelzen. Gebt ihr einfach etwas Zeit. Und ihr seht, sie löst sich auf. Es dauert ein bisschen, also ich habe gute 5-6 Minuten gebraucht, bis sie geschmolzen ist. Mehr dauert es eigentlich nicht. Lasst sie ruhen und wenn alle Klümpchen raus sind, dann können wir starten. Das heißt, wir nehmen unsere Schale aus der Schüssel raus. Schauen, dass kein Wasser in die Schale kommt. Und dann kümmern wir uns die Blätter. Wir nehmen die Unterseite der Blätter, denn wir wollen ein Negativ erzeugen. Das heißt, wir wollen das Muster auf dem Blatt haben. Dann nehme ich das Blatt, das ich für mich ausgewählt habe. Es ist übrigens ein Blatt einer Clematis. So, schön abstreichen, damit jede Ritze wirklich bedeckt ist. Denn das würdet ihr nachher sehen, wenn da ein Stück Schokolade fehlt. Ich gebe es auf eine Alufolie und lasst ein bisschen Schwung reinkommen, sodass es dann auch in der Bewegung trocknet. Und wenn es richtig schön getrocknet ist, nehmt ihr euer Blatt und knipst es einfach. Versucht es gegen die Schokolade abzuziehen. Das heißt, ihr zieht es einfach runter, schaut, dass ihr kalte Hände dafür habt. Und dann seht ihr, das tolle Rippenmuster des Blattes ist auf der Kuvertüre. Und das macht ihr jetzt mit allen. Ich gebe das Ganze in den Kühlschrank, weil es hier sehr, sehr warm ist, damit es schmilzt, damit es eben nicht schmilzt. Und was ich damit gemacht habe, was ich damit dekoriert habe, seht ihr jetzt. Wie die Miracle Ace funktioniert, das verrate ich euch in einem nächsten Video. Bis dann!